أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. أنا مرض، أنا مرض، أنا مرض، أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, Amradul Ummah, die Krankheiten der Ummah. Und wir sind immer noch in diesem Thema und wir werden insha'Allah ta'ala, nachdem wir gesehen haben, dass offene Ohren diese Themen verschlingen und aufnehmen, so dass sie auch bereit sind, sich zu ändern, so werden wir alle davon profitieren. Du und ich und die gesamte Ummah. Denn solange wir uns nicht ändern, wird Allah azza wa jal den Zustand von dieser Ummah nicht ändern. Du kennst diese Ayah und du hast sie 100-mal gehört. Nur das Problem ist nicht, dass wir in dieser heutigen Zeit etwas hören. Das Problem ist tatsächlich, dass wir etwas umsetzen. So sagt Allah, der Gewaltige, إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Allah wird niemals den Zustand von einem Volk, von Menschen ändern, bis sie sich selber ändern. Eine Bedingung. Solange wir uns nicht ändern, wird Allah die Situation von dir und mir nicht ändern. Wird Allah die Situation der Ummah nicht ändern. Du kannst als einzelne Person erfolgreich sein bei Allah Azza wa Jal. Allah kann dich als Muslim leben lassen und als Muslim sterben lassen. Und wenn der Todesengel auf dich herabkommt, so verkündet er dir die frohe Botschaft. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil janna allati kuntum tu'adun. Allah der Allmächtige, er spricht über das Verborgene, etwas, was du und ich noch nicht gesehen haben. Aber wenn Allah al-Malik al-Haqq etwas im Koran sagt, dann ist das genau Buchstabe für Buchstabe die Realität. So wird es passieren bei Allah, dem Herrn der Kaaba. Und ich glaube an den Koran. Und du solltest als Muslim auch an jeden einzelnen Buchstaben glauben. Denn wer nicht an den Koran glaubt, so glaubt er auch nicht an Allah. Und wer nicht an Allah azza wa jalla glaubt, so müssen wir ihm die traurige Botschaft mitteilen. Er gehört nicht zu uns und wir gehören nicht zu ihm. Möge Allah azza wa jalla uns alle nur mit dem Islam sterben lassen. Wahrlich diejenigen, die sagen, Allah ist unser Herr und daraufhin höre, einen geraden Weg im Leben beschreiten, so werden die Engel auf sie herabkommen, der Todesengel mit seinen Helfern. Denn der Todesengel ist nicht alleine. Er hat Helfer, wie Allah azza wa jalla dieses in anderen Ayat erwähnt hat. Dieser kommt auf dich herab, während du La ilaha illallah als letzte Worte gesprochen hast. Und wer kann dir zu diesen Worten verhelfen, außer Al-Malik, der König, Allah Azza wa Jal. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah befestigt wen? Die Gläubigen. Bist du ein Gläubiger? Er befestigt dich in diesem Moment, wo Allah aus den Herzen das herausbringt, wonach sie gelebt haben. Wenn du Kufr geliebt hast, werden deine letzten Worte Worte des Kufr sein. Wenn du die Sünde abgrundtief geliebt hast und die Sünde dich geliebt hat, dann wird deine letzte Tat eine sündhafte Tat sein. Aber wenn deine Zunge niemals trocken geworden ist, sie war immer feucht mit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, du warst von nichts abgelenkt in dieser Dunya, so werden deine letzten Worte La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sein. Und so sagte der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalami La ilaha illallah, dakhala al-Jannah. Derjenige, dessen letzten Worte La ilaha illallah sind, so wird er gewiss, und das sind die Worte vom Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so wird er das Paradies betreten.
das ist dein Ende und mein Ende, wenn wir uns an die Regeln halten. Du lebst für Allah, du lebst nach der Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Du guckst nicht nach links und nicht nach rechts. Dein Ziel ist Al-Jannah. Udukhuluha bisalam, thalika yawmul khulud, lahum ma yasha'una fiha, waladayna mazid. Allah lässt dich nicht alleine. Er weiß, dass du ein schweres Leben hast. Er weiß, dass das Leben, was du in dieser Dunya lebst, dass dieses wahrlich kein einfaches Leben ist. Denn Allah hat viele Feinde für uns bestimmt, mit denen er uns prüft, dass sie uns vom geraden Weg abbringen wollen. Aber Allah Azza wa Jal, er weiß, was in deinem Herzen ist. Er weiß, ob du diesen Weg erstrebst. Er weiß, ob du das Jannah als Paradies, als deine Heimstätte gewählt hast. Und er weiß, wen du am meisten liebst. Und du solltest als Muslim Allah Azza wa Jal am meisten lieben. Deswegen hat er dir die frohe Botschaft gemacht. Tretet herein in das Paradies, in Frieden. Allahu Akbar. Das ist alles, was wir in diesem Leben wollen. Allahumma arda anna. Tretet herein in das Paradies, in Frieden. Und ihr werdet darin ewig leben. Ewig. Und ihr werdet in diesem Paradies bekommen, was ihr begehrt. Subhanallah. Wallahi, du bekommst hier in dieser Welt nicht alles, was du begehrst. Und das, was du bekommst, ist nicht so, wie das, was im Paradies erhältlich ist. Warum tauschst du die Dunya mit der Akhira ein? Dieses Leben wird vergehen. Morgen werden du und ich sterben. Dann heißt es nur, bring diesen Mann in sein Grab herein. Und dir werden drei Fragen im Grab gestellt. Mar Rabbuk, wer ist dein Herr? Ma Dinuk, was war deine Religion? Und Man Nabiuk, wer war dein Prophet? Das war dein gesamtes Leben. Willst du sagen, ich habe herumgespielt, ich kann nicht auf eure Fragen antworten? Was für ein übler Ausgang in diesem Moment. Allahumma thabbitna ala dinil haq. Liebe Geschwister, über eine gewaltige Krankheit werden wir heute reden. Und es ist die Krankheit der Undankbarkeit. Kufru ni'ma. Dass du undankbar bist gegenüber deinem Herrn Allah, der dich erschaffen hat, und nicht nur das, derjenige, der dich erschaffen hat, hat auch in der Hand, dass er dich versorgt, und wahrlich niemand versorgt uns außer Allah. Azza wa Jal, wa ma min dabbatin fil ard illa ala Allahi rizquha. Und es gibt kein Lebewesen auf dieser Erde, außer dass Allah es versorgt. Krass. Allah versorgt dich und mich. Diese Versorgung ist von Allah Azza wa Jal. Und er bestimmt sie, wie er will. Er hat dich erschaffen, er versorgt dich, subhanahu wa ta'ala. Und du bist abhängig von Allah Azza wa Jal mit jeder Faser deines Herzens. Du brauchst Allah, aber er braucht dich nicht. Qul huwa Allahu ahad. Sprich, er ist Allah ein einziger. Allahu samad. Allah, der Unabhängige, der die Schöpfung, die gesamte Schöpfung nicht braucht, aber die gesamte Schöpfung ihn braucht. Allah, Al-Malik, der König, Odin Allahs. Weißt du, mit wem du es zu tun hast? Und viele Leute, nachdem sie wissen, dass Allah sie erschaffen hat, und das bestätigt dir jeder Muslim, ansonsten ist er kein Muslim, und jeder, der dir auch bestätigt, dass Allah Azza wa Jal ihn versorgt, so schaust du auf sein Leben. Und du siehst, er betet nicht am Morgen, er betet nicht am Mittag und er betet nicht am Abend. Was macht er? Was tut er, um Allah Azza wa Jal zu dienen? Nachdem Allah Azza wa Jal gesagt hat im Koran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. So siehst du diese arme Seele bei Allah. Er ist eine arme Seele, nichts weiter. Er lebt in den Tag hinein. Er bekommt sowieso im Leben nur das, was Allah für ihn geschrieben hat. Sogar die Kuffar und die Heuchler bekommen nur das, was Allah für sie geschrieben hat. Und du siehst diesen Ärmsten, dass er vom Westen in den Osten läuft, um nach seinem Rizq zu suchen. Und er vergisst dabei gänzlich Allah. Hätte er einmal sich mit dem Koran beschäftigt, wüsste er, dass Allah subhanahu nicht nur ihn erschaffen hat, sondern Allah azza wa jal ist auch sein Versorger. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِلِسْقِ وَمَا أُرِيدُ أَيُطَيْمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ. Allah azza wa jal sagt, und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Ich möchte von ihnen keine Versorgung. Allah, er ist der Versorger. So sagt er dir, indem er dir bestätigt,
Allah ist der Versorger. Kümmere dich um die Ibadah, kümmere dich um die Anbetung, tu das, was Allah von dir erwartet, um deinen Lebensunterhalt zu beschreiten. Arbeite aber in Maße. Nicht, dass du Allah Azza wa Jalla vergisst, so wird er dich vergessen, Yawmul Qiyamah. Allah wird dich vergessen. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ. Seid nicht wie diejenigen, sagt Allah, die ihn vergessen, die Allah vergessen haben. So hat er sie sich selbst, so hat er sie sich selbst vergessen lassen. Allah hat ihnen eine gewaltige Strafe in der Dunya gegeben, dass sie Allah vergessen haben. Und so kehren sie zu Allah zurück, während sie ihn vergessen haben, und Allah wird sie für das abrichten. Allahumma la tumitna illa wa anta radin anna. Höre, wie der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Dankbarkeit ausgedrückt hat. Liebe Geschwister, so heißt es in einer Überlieferung: Kana yusalli an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat gebetet. Hatta tarima qadama, bis seine Füße angeschwollen sind und blutig geworden sind. Blut kam aus seinen Füßen heraus. فَقِيلَ لَهُ, so wurde zu ihm gesagt: Ja, Rasulallah, أَتَفْعَلُ هَذَا, machst du diese Tat, strengst du dich auf diese Art und Weise an? وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمْ وَمَا تَأَخَّرْ, und Allah hat dir bereits vergeben, was du an Sünden gemacht hast und was du in der Zukunft machen wirst. Er wusste, dass Allah ihm alle Sünden vergeben hat. Und höre, was er, Sayyidul Bashar, der Führer aller Menschen, gesagt hat: أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا, soll ich nicht ein dankbarer Diener sein? Allahu Akbar, unser Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unser Liebling, er hat uns beigebracht, was Dankbarkeit bedeutet. Dankbarkeit bedeutet, du liebst Allah für Allah. Für Allah. Selbst wenn Allah dir nichts gibt, selbst wenn Allah Azza wa Jalla dir nicht das Paradies versprochen hätte, du liebst Allah für Allah. Denn manche Leute, wal-i'yadhu billah, möge Allah Azza wa Jalla unsere Herzen recht leiten, sie lieben nur Allah, wenn sie etwas von Allah bekommen. Geht es ihm gut finanziell? Hat er eine Familie? Hat er ein Haus? Hat er alle angenehmen Dinge im Leben? Dann liebt er Allah. Aber sobald Allah ihn mit etwas prüft, dann siehst du, dass diese Person Allah nicht wirklich am meisten liebt. لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. Allah Azza wa Jalla sagt, damit ihr nicht übermäßig traurig seid über das, was ihr nicht bekommen habt. Und damit ihr euch auch nicht so sehr freut über das, was ihr bekommen habt. Ganz gleich, ob du etwas bekommst oder nicht bekommst, du liebst Allah am meisten. Nicht nur, weil er dir Geld gibt. Nicht nur, weil er dir Gesundheit gibt. Nicht nur, weil er dir eine Familie gibt. Du liebst Allah für Allah. Heutzutage, schaut, was unsere Bittgebete sind. Wir bitten Allah, und das ist richtig, niemand dürfen wir bitten, außer Allah Azza wa Jal. Wir sagen: O Allah, gib mir Arbeit. Ja Allah, gib mir eine Frau. Ja Allah, gib mir Kinder. Ja Allah, gib mir Gesundheit. Ja Allah, gib mir Vermögen. Gib mir, gib mir, gib mir, aber er gibt nichts Allah. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. Was soll Allah mit eurer Strafe schon anfangen? Allah, er braucht nicht, dass er uns bestraft. Ob Allah uns bestraft oder nicht bestraft, Allah wird weder ärmer noch reicher dadurch. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. Was soll Allah mit eurer Strafe anfangen? Höre zu, wenn ihr doch nur dankbar seid und glaubt. Wenn du diese Dinge, wenn du dieses verinnerlichst, dann wird Allah Azza wa Jalla dich nicht bestrafen. Dass du dankbar bist und dass du glaubst. Höre, der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat so lange gebetet, bis, und das war in der Nacht, bis seine Füße angeschwollen sind. In einer anderen Überlieferung, er hat so lange geweint und er wurde gefragt: Warum, ja Rasulallah? Allah hat dir bereits alle Sünden vergeben. Soll ich nicht ein dankbarer Diener sein? Was ist deine Dankbarkeit gegenüber Allah? Sag es mir. Dass du manchmal nur Subhanallah sagst.
dass du nur manchmal Alhamdulillah sagst. Ist die Dankbarkeit nur mit der Zunge, o Diener Allahs? Das ist schön und das ist gut und das ist tugendhaft, dass du Allahs erwähnst mit deiner Zunge, aber es ist nicht ausreichend. Du musst auch Allah im Herzen dankbar sein, dass du weißt, dass die Gnaden, die Allah dir gegeben hat, dass sie von niemand anderen sind, außer von Allah Azza wa Jalla. Wie Allah Subhanahu dir sagt im Koran Al-Karim, Allah Azza wa Jalla sagt, مَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Was auch immer ihr an Gnaden erhalten habt, so ist das von niemand anderem, außer von Allah. Außer von Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Wie viel hast du für dein Leben bezahlt, o Diener Allahs? Sag es mir. Wie viel hast du für dein Hörsinn bezahlt, dass du hören kannst? Wie viel hast du dafür bezahlt, dass du sehen kannst? Wie viel hast du dafür bezahlt, dass du Hände hast, mit denen du anfassen kannst? Wie viel hast du dafür bezahlt, dass du sprechen kannst? Wie viel hast du dafür bezahlt, dass du ein ergebener Diener sein darfst? Nichts. Allah hat es dir gegeben. Allahumma laka alhamdu hatta tarda. Diese Dankbarkeit ist nur für Allah Azza wa Jalla. Ein Mann kam zu Yunus ibn Ubayd, rahimullah ta'ala, einer der Gelehrten. Dieser Mann sagte, ja Sheikh, inni faqir. Er sagte, wahrlich, ich bin ein sehr armer Diener. Was soll ich tun, wollte er ihn fragen. So sagte Yunus ibn Ubayd zu ihm, rahimullah ta'ala. Er sagte, würdest du 100.000 Dinar für deine Augen hergeben? Er sagte, nein. Er sagte, würdest du 100.000 Dinar für deine Hände geben? Er sagte, nein. Er sagte, würdest du 100.000 Dinar für deine Füße hergeben? Er sagte, nein. Er sagte, der Gelehrte, subhanallah, du hast mehrere 100.000 Dinar und du beklagst dich über Armut. Er sieht nicht das Gute. Er weiß nicht, was Gnaden bedeuten, liebe Geschwister. Geh in ein Krankenhaus herein und bei Allah, du wirst zufrieden herauskommen. Geh in die chirurgische Abteilung. Da wirst du sehen, dass Leute Verbrennungen dritten Grades haben. Geh in eine Psychoklinik herein. Da wirst du sehen, dass manche Leute den gesamten Tag ihren Kopf gegen die Wand schlagen, weil sie so verzweifelt sind und weil sie so gewaltige Schmerzen haben. Geh in ein Krankenhaus herein und du wirst sehen, dass da jemand einen Autounfall gehabt hat und behindert geworden ist. Und du dankst nicht Allah. Deswegen sagte der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, unzur ila man asfala minkum. Schaut in der Dunya auf diejenigen, die unter euch sind. Die unter euch sind. Schlägst du auch deinen Kopf gegen die Wand wie der im Krankenhaus? Hast du Verbrennungen dritten Grades wie der im Krankenhaus? Kannst du nicht auf Toilette normal gehen, ohne dass deine Blase fast dabei ist, sich zu zerreißen? Du kannst das alles tun. Aber siehst du diese Gnaden? Nein, ich habe keine Million, ich habe keinen Ferrari, ich habe keine vier Frauen, ich habe keine Kinder. Allah möchte, dass du dankbar bist. انظر إلى من أسفل منكم ولا تنظر إلى من هو فوقكم. Schaut nicht auf die herauf, die über euch stehen. فهو أجدر أن لا تزدادوا نعمة الله. Das wird euch eher dazu verhelfen, dass ihr die Gnaden Allahs nicht verkennt. Wir haben die Gnaden Allahs vergessen. Wir schauen nach oben, was hat Bill Gates, was hat der, was hat der. Aber wir sehen nicht, die unter uns sind. Ja, Achi, wenn du 1000 Euro im Monat verdienst, ist das besser als 500 Euro. Und wenn du 500 Euro im Monat verdienst, so wird es Leute geben, die gar nichts verdienen im Monat. Und wenn du auch nichts verdienst, so gibt es Leute, sie haben nicht einmal Gesundheit, um arbeiten gehen zu können. Wir haben alles. Aber wir sind undankbar. Wir danken Allah Azza wa Jal nicht so, wie es ihm geziemt. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Allah Azza wa Jal sagt, er hat euch doch von all dem gegeben, wonach ihr ihn gefragt habt. Wonach ihr ihn gefragt habt und worum ihr ihn auch nicht gebeten habt. Allah hat dir alles gegeben und wenn du die Gnaden Allahs aufzählen würdest, du würdest sie nicht erfassen. Sei ehrlich. Bist du bereit, wenn ich dir sage, gib mir 1 Million, aber dafür wird dir dein Auge nicht genommen? Bist du bereit, das einzutauschen? Bei Allah, du wirst es nicht sein. Über was beklagst du dich? Über was beklagst du dich, o Diener Allahs? Und höre diese gewaltige Ayah im Koran, dass Allah Azza wa Jal diejenigen belohnt, die dankbar sind. So sagt Allah Azza wa Jal, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٍ. Wenn ihr doch nur dankbar seid,
so werde ich euch noch mehr geben. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Das ist Allah Azza wa Jalla, unser Herr. Wenn ihr dankbar seid, so werde ich euch noch mehr geben. Allah gibt dir Risk, er gibt dir Geld. Sag, Allahumma laka alhamd. Allah gibt dir mehr. Allah verhilft dir zu einem Gebet. Sag, Allahumma laka alhamd. Allah wird dir zu einem besseren Gebet verhelfen. Allah, er verhilft dir, solange du dankbar bist. Und Allah wird dein Risk mehren. Und er wird es segnen, o Diener Allahs, wenn du doch nur dankbar bist. Wala in kafartum, inna adabi la shadid. Wenn ihr aber doch undankbar seid, so ist meine Strafe streng. Wirst du nicht endlich dankbar sein? Allahumma ja'alna minash shakirin. Sei dankbar. Sei dankbar gegenüber Allah, der dir alles gegeben hat, o Diener Allahs. Ey Allah, wie viele Gnaden hast du von Allah bekommen? Und wie oft warst du undankbar ihm gegenüber? Schau, wie du dich verhalten hast während einer Prüfung. Als Allah dich mit etwas geprüft hat, da hast du gesagt, Allah liebt mich nicht. Allah will mich nicht. Allah meint es nicht gut mit mir. Ist das Dankbarkeit? Und du hast die 50 Jahre vergessen, wo Allah gut zu dir war. Die 20 Jahre vergessen, wo Allah dir immer Gesundheit gegeben hat. Die 10 Jahre vergessen, wo Allah Azza wa Jal immer gnädig mit dir war. Das hast du vergessen. Es ist vorbei. Das sehen wir nicht. Wir sehen nur ein Bala, eine Prüfung. Anderes sehen wir leider nicht in unserem Leben. So ist der Mensch, deswegen beendet Allah Azza wa Jalla diese Ayah. Innal insana la zalumun kaffar. Wahrlich, der Mensch ist doch oft ungerecht und undankbar. Undankbar. 10 Jahre hat er alles gehabt. Da hat er nicht einmal Alhamdulillah gesagt. Und wal-ayyadu billah, du triffst Leute in dieser heutigen Zeit. Sie haben unsere Haut und sie sprechen unsere Sprache. Du fragst ihn, wie geht es dir, Achi? Der sagt dir das Wort mit SCH, wal-ayyadu billah. Er sagt nicht Alhamdulillah. Er sagt das nicht. Nein, er sagt ein schmutziges Wort, weil er seinen Unmut ausdrücken möchte, dass er eine Sache nicht bekommen hat von den vielen Sachen. Und du solltest wissen, Allah gibt uns nicht alles. Denn wenn Allah uns alles geben würde, dann würden wir wahrlich ungerecht werden. Höre, was der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Inna Allah ta'ala la yahmi 'abdahu al-mu'mina ad-dunya wa huwa yuhibbu kama tahmuna maridakum at-ta'ama wash-sharab takhafuna 'alayhi. Allah azza wa jalla, er schützt seinen Diener davor, alles zu bekommen. Jetzt hast du die Antwort, warum du bestimmte Dinge nicht bekommst. Allah schützt seinen Diener davor, etwas zu bekommen, so wie ihr auch euren Kranken nicht alles zu essen und zu trinken gibt, aus Angst, dass ihnen etwas passiert. Du gibst, du fragst dich, warum habe ich das nicht bekommen? Allah weiß, du kannst mit dieser Sache nicht umgehen. Denn wenn du diese Sache bekommen würdest, viel Geld oder eine wunderschöne Frau, oder sonstiges, Allah weiß, du kannst nicht damit umgehen. Warum? Weil er, Subhanahu, dich erschaffen hat. Ala ya'lamu man khalaqa. Weiß er denn nicht, was er erschaffen hat? Du denkst, eine Sache ist gut für dich, aber Allah weiß es besser. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah weiß es, während ihr es nicht wisst. Das bedeutet, wenn Allah dir bestimmte Dinge nicht gibt, eine Frau nicht, eine Arbeit nicht oder sonstiges, eine spezielle Arbeit, er gibt dir das nicht, so weiß Allah am besten, dass du nicht damit umgehst. Allah schützt dich davor, mit dieser Arbeit in die Irre zu gehen, mit dieser Frau in die Irre zu gehen. Und fragt die Leute, wie viele hübsche Frauen geheiratet haben und wir sehen sie jetzt nicht mehr. Allahu alam, ob sie noch beten. Möge Allah azza wa jalla unsere Herzen beschleunigen. Frage, wie viele Leute Geld bekommen haben und Allah gänzlich vergessen haben. Frage, wie viele Leute Kinder bekommen haben und beschäftigt gewesen sind mit den Kindern und sie haben Allah vergessen, der die Kinder gegeben hat. Allah schützt uns davor. Allah schützt uns davor, etwas zu bekommen, weil wir nicht mit dieser Sache umgehen können. Aber Allah gibt uns dafür andere Dinge, o Diener Allahs. Subhan al-Malik. Wie barmherzig ist Allah Azza wa Jal. Wie gnädig ist Allah Azza wa Jal. Er will uns einfach nur schützen, dass wir in die Irre gehen. Und daraufhin sind wir undankbar. Allah! Er schützt dich, dass du nicht in das Höllenfeuer gehst. Daraufhin sagst du ihm, ja Allah, ich hätte gerne das Höllenfeuer. Was ist das für eine Logik, o Diener Allahs? Was ist das für eine Logik, o Diener Allahs? Du solltest eine Sache verstehen, o Diener Allahs, dass jede Gnade, die du von Allah Azza wa Jal bekommst, entweder zu deinem Vorteil oder zu deinem Nachteil sein wird.
Wenn du eine Gnade bekommst, zum Beispiel das Seelicht, und du guckst aber damit die versauten Filme und Bilder an, du guckst damit etwas, was haram ist, an, dann sind deine Augen nicht eine Gnade für dich, sondern eine Strafe. Wenn Allah subhanahu dir Hände gegeben hat, gesunde Hände, und du fässt damit etwas Falsches an, Verbotenes an, dann sind diese Hände nicht eine Gnade für dich, sondern eine Strafe. Ich rede nicht von einer Person, der einmal haram macht oder zweimal haram macht und immer wieder bei Allah azza wa jalla bereut. Allahumma ja'alna min at-ta'ibin. Ich rede über Leute, die ständig diese Sachen machen, ohne dass sie bei Allah azza wa jalla um Reue bitten, liebe Geschwister. Einer, er verwendet die Gnaden Allahs, um damit Haram zu machen. Er läuft auf seinen Füßen zum Haram, zur Spielothek, zum Wettbüro, zu den Bordellen. Dieser hat keine Gnade von Allah Azza wa Jalla bekommen, sondern eine Strafe. Jede Sache, mit der du dich Allah Azza wa Jalla näherst, so ist das wahrlich eine Gnade. Und jede Sache, die Allah dir gegeben hat, und du entfernst dich weiter damit von Allah, so ist das eine Strafe. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ. Allah Azza wa Jalla sagt, wir werden sie der Strafe näher bringen. Durch diese sogenannten Gnaden, die für dich eine Strafe sind, Allah bringt dich dem Höllenfeuer näher, ohne dass du es merkst. Deswegen sei dankbar für diese Gnaden. Wie Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagte, man lam yashkur ni'mat Allah, uzziba bi dhati ni'ma wa la bud. Derjenige, der nicht dankbar ist für eine Gnade, so wird er mit derselbigen Gnade bestraft und es muss so sein. Danke Allah für deine Frau. Abu al-Bara, meine Frau macht mir oft Kopfschmerzen. Danke Allah, dass du eine Frau. Sonst wirst du mit derselben Gnade bestraft. Und das ist der Grund, warum viele mit ihren Frauen bestraft werden, weil sie nicht dankbar sind gegenüber Allah. Höre, was Ibn al-Qayyim gesagt hat, derjenige, der nicht dankbar ist für eine Gnade, so wird er mit derselben Gnade bestraft. Danke Allah für dein Geld, nicht, dass dein Geld dich verflucht und du verfluchst dein Geld. So sollst du dankbar sein, damit Allah Azza wa Jal dir nicht nur diese Gnaden in der Dunya gibt. Allah ist noch reicher, als wie du denkst. Allah hat ein Paradies für dich bereitgehalten, o Diener Allahs, wo du alles bekommst, was du begehrst. Möge Allah Azza wa Jal uns alle in sein Paradiesgarten eingehen lassen. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, lasst uns ein Beispiel der Dankbarkeit hören. Und es ist niemand anderes außer Abi Qulaba oder Abu Qulaba, einer der großartigen Salaf-Gelehrten, der auch Ibn Abbas radiyallahu anhu getroffen hat und dessen Freund gewesen ist. Mit Freund meinen wir natürlich Bruder, der Weggefährte von Ibn Abbas. Dieser hat in einer Wüste gelebt. Eines Tages erzählt Abdullah, rahimahullah ta'ala, war ich in einer Gegend und ich habe gesehen, dass in der Nähe von mir ein Zelt gewesen ist. Und so habe ich mich diesem Zelt genähert. Und ich hörte da drin eine Person, der die ganze Zeit gesagt hat, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah, Adim, die Wörter, die wir längst vergessen haben. Wir haben sie eingetauscht mit Qila wa Qal, mit unnötigem Gerede. Deswegen sagten die Gelehrten, Dhikrullahi dawa wa dhikrun nasi da. Dass du Allahs erwähnst, ist Ruhe und Heilung für dein Herz. Und dass du die Menschen erwähnst, ist Krankheit für dein Herz. Allahumma tahir qulubana. Er sagt, ich ging in die Nähe von diesem Zelt. Da hörte ich einen Mann, der die gesamte Zeit Allah azza wa jal erwähnt hat. Und ich habe die Plane etwas aufgemacht. Da sah ich einen Mann auf dem Boden sitzen. Er hatte keine Arme mehr. Und er hatte keine Beine mehr. Und es schien so, dass er nur noch sehr schwer geredet hat, sehr schwerfällig geredet hat. Und er hat nicht richtig gesehen und zudem war er auch noch schwerhörig. Das hat er alles später erfahren. Rahimullah ta'ala. So ging er in das Zelt herein. Er hörte diesem Mann, dass er die ganze Zeit Abi Qulaba gesagt hat, O Allah, hilf mir immer dabei, deine Gnaden gegenüber dankbar zu sein. Allahumma auzi'ni. أن أشكر نعمتك فقس ديزيز دعاء نيش اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي يا الله هلف مي إما دابي
dankbar, dankbar gegenüber deinen Gnaden zu sein. Dann sagte er zu diesem Mann, Ya hada, oh du, ala ay ni'ma tashkur Allah Azza wa Jal. Für was bist du Allah Azza wa Jal gegenüber dankbar? So sagte dieser Mann, höre, er sagte, uskut, sei leise. Er sagte zu ihm, Inna Allah Azza wa Jal qad razaqani bilisan yafkuru wa yashkuru. Allah hat mir eine Zunge gegeben, mit der ich Allah Azza wa Jal erwähnen darf und ihm danken darf. Er sagt, Subhanallah, dieser Mann hat weder Arme noch Beine, noch kann er richtig sehen, noch hört er richtig. Und er spricht die gesamte Zeit, Alhamd, Alhamd, Alhamd. Er war sichtlich beeindruckt. Er sagte zu ihm, Ayu ni'ma hadhi, was ist das für eine Gnade, für die du Allah Azza wa Jalla? Er sagte zu ihm, فَوَاللَّهِ لَوْ أَرْسَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ إِلَيَّ السَّمَاءَ نَارًا فَأَحْرَقَتْنِي. Wenn Allah Azza wa Jal den Himmel zu mir senden würde, dass sie mich verbrennen, indem sie in Feuerflammen aufgehen und mich verbrennen, so würden sie mich verbrennen. وَأَمَرَ الْجِبَالِ فَدَمَّرَتْنِي. Und Allah würde den Bergen befehlen, dass sie über mich einstürzen, so würde ich unter den Trümmern liegen. وَأَمَرَ الْأَرْضَ فَبَلَعَتْنِي. Und Allah würde der Erde befehlen, dass sie aufgeht und mich verschlingt, so würde sie mich verschlingen. Dafür danke ich Allah. Ein Mann, der keine Arme hat, der keine Beine hat, der kaum noch sehen kann, der schwerhörig ist und seine Zunge bewegt sich mehr als meine und deine Zunge. Und ich möchte keinen Vergleich zwischen den Gnaden machen, die Allah uns gegeben hat und der Prüfung, der dieser Mann ausgesetzt war. Und er dankt Allah mehr als du und ich. Wir sollten uns schämen. Ey Wallah. Wir sollten uns schämen. Abi Qulaba. Abdullah sagte, eines Nachts hat er geträumt, und damit schließe ich ab, liebe Geschwister, einer von den Salaf. Er sagte, eines Nachts habe ich geträumt und ich sah Abi Qulaba im Traum, dass er im Paradies war und grüne Brokatkleidung angezogen hat. So habe ich ihn gefragt, wo bist du, ja Abi Qulaba, wo befindest du dich gerade? So hat er die Ayah gelesen von Allah Azza wa Jalla durch. Salamun alaikum bima sabartum, fa ni'ma uqbad dar. Friede sei auf euch, o ihr Paradiesbewohner. Wie schön ist die Heimstätte für die Geduldigen. Nur das Paradies. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Allahumma rizukna atta'a fi dunya, ya rabbal alameen. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qumu li salam.